Hallo, ich habe noch mal ein Video für euch zum Rotationsvolumen. Und zwar bekommt ihr nur die Funktionsgleichung, Klammer auf, x minus 3, Klammer zu ins Quadrat. Und ihr sollt entsprechend das Rotationsvolumen bilden im Intervall 2 und 5. Das Plus können wir noch wegnehmen. Okay, das heißt, ihr könnt im Grunde gleich starten mit der Formel, aber wir wollen uns erstmal noch den Graphen dazu anschauen und schauen, wie dieser Rotationskörper nachher überhaupt am Ende aussieht. Dazu zeichnen wir erstmal ein Koordinatensystem. Denn was ihr auch im Abi immer können müsst, ihr müsst einfach diese Graphen auch zügig einzeichnen können. 1, 2, 3, 4, 5, das reicht ja schon, um sich das dann gut vorzustellen. Okay, und jetzt ist das hier die Scheitelpunktform. Das heißt, unser Scheitelpunkt liegt bei 3 und 0. Das heißt, wir können diesen Scheitelpunkt sofort einzeichnen. Jetzt sehen wir hier vor, steht ja eine ganz normale 1, also ist es eine Normalparabel. Und damit können wir also, es ist nach oben geöffnet, ein nach rechts, ein nach links, ein nach oben, 2 nach rechts, 4 nach oben, 2 nach links, auch 4 nach oben. Und dann könnt ihr eure Parabel hier ganz schnell einzeichnen. Das heißt, wenn wir jetzt den Rotationskörper einzeichnen wollen, von 2 bis 5, dann sehen wir also, es geht hier um diese Fläche. Und die soll jetzt um die x-Achse rotieren. Dann können wir uns den Körper auf der anderen Seite praktisch auch nochmal aufzeichnen. Das heißt, hier, da so. Und hier geht es dann entsprechend so weit runter, sodass wir also, wenn man sich das so vorstellen kann, eine richtig hübsche Schale bekommt, wenn wir so von der Seite gucken. Hier können wir nochmal den Graphen nochmal in Schwarz einzeichnen. Dann sieht man den nochmal ganz deutlich. Und der Rotationskörper bzw. das Rotationsvolumen sieht dann entsprechend so aus. Wie berechnet man das? Also, wir notieren die Formel. Wir denken uns, es ist Pi, sowas wie r Quadrat, also f von x Quadrat. Jetzt entsprechend sind das ganz viele Scheiben, also mal h. Dann ist sozusagen das Integral von 2 bis 5 ausschlaggebend und dann dx. Und dann haben wir das Prinzip, dass wir ganz viele Scheibchen alle aufaddieren und das dann entsprechend die Formel dazu ist. Jetzt setzen wir das ein. Das heißt, wir haben das Integral von 2 bis 5, x minus 3 in Klammern ins Quadrat. Aber Achtung, das Ganze muss ja nochmal quadriert werden. Und dann dx. Das heißt, wir lösen erstmal die binomische Formel. X² minus 6x plus 9. Und das muss man auf jeden Fall immer können, kommt im Abitur immer dran. Und das Ganze muss man jetzt entsprechend hier nochmal quadrieren. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr mühsam, weil man jetzt jeden nochmal mit jedem multiplizieren muss. X² minus 6x plus 9 mal
x² minus 6x plus 9. Aber das lässt sich nicht ändern, das ist leider so kompliziert. Also jede mit jedem multiplizieren. X² mal x², macht euch sonst auch zur Hilfe hier eure Pfeile mit dazu. Dann entsprechend müsst ihr das gleiche ja mit 6x machen. Und dann müsst ihr das Ganze nochmal mit der 9 machen. Und dabei nicht den Überblick verlieren. Also x hoch 4 minus 6x hoch 3 plus 9x² minus 6x² plus 36x² minus 54x. Ich brauche, glaube ich, hier noch ein bisschen mehr Platz. Das Ganze hier noch ein bisschen rüber. Jetzt kommt die 9 dran, also plus 9x². Minus 54x. Plus 81 und das Ganze noch dx. Am besten erstmal zusammenfassen. Zusammenfassen auch wieder. Erstmal alle mit x hoch 4. Da ist hier nur der eine da. Dann nehmen wir alle mit x hoch 3. Achtet darauf, immer das Vorzeichen mitnehmen. Hier muss noch ein x hoch 3 sein. Ihr habt es bestimmt schon gesehen. Minus 6x hoch 3, da ist es. Also, da noch. Mal x hoch 3. Und das war's. Das heißt, das können wir hier zusammenfassen. Das sind dann minus 12 x hoch 3. Jetzt kommen die x-Quadrate. Das heißt, hier haben wir 9x² plus 9x² sind 18x² und dann noch 36 dazu sind 54x². Jetzt kommen die ganz normalen x. Rot. Minus 54x, nochmal minus 54x sind minus 108x. Und dann zum Schluss noch, was noch übrig bleibt, plus 81, also plus 81. Nehme ich nochmal grau, gelb sieht man nicht so gut. Plus 81. Dx. So, wenn wir uns jetzt da durchgekämpft haben und jetzt alles richtig ist, dann können wir entsprechend jetzt weiterrechnen. Das heißt, wir müssen jetzt hiervon die Stammfunktion bilden. Das heißt, eckige Klammer, 1 Fünftel x hoch 5
minus 12 mal 1/4 x hoch 4 plus 54 mal 1/3 x hoch 3 minus 108 mal 1/2 x Quadrat plus 81x und dann in den Grenzen von 2 bis 5. Das heißt, ihr habt hier immer 1/5 x hoch 5 dann hier bleibt entsprechend der Faktor bleibt aus x hoch 3 wird x hoch 4 hier auch der Faktor bleibt aus x Quadrat wird x hoch 3 der Faktor bleibt minus 108 aus x wird x Quadrat. Und dann noch hinter die 81, hinter so eine Zahl, wird also einfach nur noch das x gesetzt. Jetzt können wir es noch ein bisschen zusammenfassen. Ein Fünftel x hoch 5 minus 12/4, also 3x hoch 4. 54 durch 3 sind 18. Hundertacht durch 2 sind wieder 54 plus 81x von 2 bis 5. Und jetzt müsst ihr einfach entsprechend noch einmal die obere Grenze einsetzen, minus die untere Grenze. Aber ihr seht schon, das ist bei so einem Fall natürlich sehr, sehr kompliziert. Da müssten das schon einfachere Zahlen sein. Was ihr machen könnt, ihr könnt hier an der Stelle schon gleich den Taschenrechner einsetzen, denn ihr habt ja die Integraltaste und dann könnt ihr sofort entsprechend eintippen. Das heißt, ihr nehmt, lasst das Pi erstmal weg, das können wir nachher entsprechend hier unten hinschreiben. Ihr tippt einfach ein die Integraltaste. Jetzt nehmt ihr die Funktion, also Klammer auf, nochmal Klammer auf, x minus 3, Klammer zu, hoch 2, nochmal Klammer zu, nochmal hoch 2. Jetzt die Grenzen von 2 bis 5. Und dann habt ihr als Ergebnis 33/5. Also 33/5 Pi ist dann das Ergebnis für diesen Rotationskörper, für das Rotationsvolumen. Bei der Stammfunktion möchte ich das jetzt auch nicht per Hand ausrechnen und einsetzen. Dafür gibt es dann Werte so mit 0 bis 0 bis 1 und sowas alles. Aber der Taschenrechner, und da darf man eben, wie gesagt, hier schon an dieser Stelle hier, das ist ganz wichtig, ihr müsst, wenn ihr den Taschenrechner in der Klausur zur Verfügung habt, dann dürft ihr ihn hier oben schon einsetzen und müsst dieses Ganze hier alles gar nicht mehr machen. Das haben wir jetzt nur noch mal zur Übung gemacht, weil man es insgesamt ja können muss. Okay, das war's. Euch wieder viel Spaß.